Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Smart Heads Europe, dein Kanal, wenn es um die Themen geht: Job, Geld, Leben, Business. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir haben uns den wirtschaftlichen Gegebenheiten auf diesem Kanal etwas angepasst und haben die Videoproduktion runtergefahren. Nein, Spaß beiseite. Ich habe natürlich auch meine Vorbereitungen getroffen, beziehungsweise befinde mich jetzt sozusagen auch in einer abschließenden Phase. Da werde ich in anderen Videos mal drauf eingehen. Ich habe aber die Telegram-Gruppe gut gepflegt, vor allen Dingen mit wichtigen Nachrichten, die man, glaube ich, so in deutschen Medien gar nicht so erfahren hat. Und deswegen solltest du unbedingt Mitglied in der Telegram-Gruppe werden, denn wir schauen uns Nachrichten an aus dem englischsprachigen Bereich, aber auch aus dem indischen Nachrichtenspektrum. Ja? Und da haben wir einen größeren Überblick in der Fülle der Nachrichten, die auf der Welt passieren. Und ich glaube, die Nachricht, die wir dort gepostet haben, die wurde auch in den deutschen Mainstream-Medien oder auch von anderen YouTubern gar nicht so erwähnt bzw. wahrgenommen. Deswegen unbedingt in der Telegram-Gruppe vorbeischauen. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen werden, ist natürlich brisant. Ich habe natürlich auch keine Kristallkugel, aber ich möchte hier, wie gesagt, schon Tatsachen aufzeigen, die jetzt schon bekannt sind. Wir sprechen heute in dem Video über Rezession, Inflation, den Ukraine-Krieg und wie schlimm kann es wirklich werden. Das impliziert sogar auch einen Blackout. Die englischen Medien sind etwas besser als die deutschen Medien, weil sie die Sachen schon klarer kommunizieren. Und ich habe vor 3 Monaten habe ich dieses Video rausgebracht: Deutschland droht eine Rezession. Hat sich kaum einer drum geschert, warum auch. Der Sommer war super, der Sommer war toll. Ja, ihr habt es richtig schön krachen lassen. Wahrscheinlich habt die Zeit genossen. Ist ja auch okay, kein Problem. Aber ich möchte euch ja vielleicht mal dazu ermuntern, eine Fabel durchzulesen. Die hatte ich in meiner Schulzeit mal durchgenommen. Im, glaube ich, deutschen Unterricht war das. Und das ist die Fabel von der Grille und der Ameise. Und diese Fabel, die wird für viele Leute bittere Realität werden. Denn fangen wir mal einfach jetzt an. Gehen wir mal in medias res. Die meisten Leute wissen gar nicht, was im Winter auf sie zukommt. Viele Leute sind verwöhnt. Sie sind entweder noch in der Kurzarbeit. Ich muss es immer wieder ansprechen. Sorry, sie wird wahrscheinlich wieder verlängert werden. Sie befinden sich sozusagen noch im Schlummerschlaf. Also sie sind noch komplett im Snooze-Modus angekommen. Das kann sich sehr bald ändern. Denn auch hier haben wir natürlich eine galoppierende Inflation. Andrew Bailey ist der Gov, der Governor von der Bank of England. Und dieser Gov hat gesagt, dass wir schon hier im Oktober mit einer Inflationsrate von über 13% zu rechnen haben. Das ist gewaschen. Das ist wirklich gesalzen. Und ihr könnt es mir glauben, Deutschland ist ja auch nicht die Insel der Glückseligkeit. Auch wenn euch der Staat suggeriert, euch weiter mit Geldgeschenken, mit Kurzarbeitergeld weiter pampern zu wollen. Ja, steigen wir mal darauf ein, was ich auf Telegram veröffentlicht habe, was ich im deutschen Mainstream nicht gefunden habe. Es geht darum, dass eine Nuklearanlage in der Ukraine, die wurde von russischen Soldaten besetzt, und ist jetzt ja Zielpunkt einer militärischen Auseinandersetzung. Dort sind jetzt 10 Einschläge zu verzeichnen. So hat es die Quelle in Indien genannt. Und ich möchte ja auch gar keine Schuldzuweisungen geben und ich möchte jetzt auch keine Partei ergreifen für irgendeine Kriegspartei oder sonst was, sondern Fakt ist, dort findet eine militärische Auseinandersetzung statt auf einem Nukleargebiet, auf einer Nuklearanlage. Und ich brauche euch nicht zu erklären, was dann passiert, wenn so ein Reaktor getroffen werden würde. Ja, die Radioaktivität bleibt nicht stehen. So doof kann keiner sein, zu sagen, ach ja, ich wohne jetzt hier 2000 Kilometer weg von der Ukraine. Da kann ruhig was passieren, das wird mich nicht betreffen. Also so naiv und blauäugig kann keiner sein. Also da wird jetzt ein Leverage stattfinden, eine Steigerung des Krieges. Man hat jetzt auch keine Skrupel mehr, ja, wo auch schon Atomorganisationen jetzt schon gesagt haben und versucht haben zu vermitteln. Und weil es natürlich ein Wahnsinn ist, wenn man da jetzt sich einen Schlagabtausch liefert, weil es eine Gefahr für die gesamte Menschheit ist, ja, das mal so erwähnt. Also da sollte man auch unbedingt mal sein Auge drauf werfen, was da alles noch passieren kann. Also ich glaube schon, dass dieser Konflikt noch eskalieren wird, dass er eine nächste Stufe dort gezündet wird, die ja mit wahrscheinlich nicht absehbaren Folgen für uns alle versehen wird. Ja, kommen wir mal zum Thema Inflation. Also hier wurde ja schon reiner Wein eingeschenkt. Wir reden hier von 13,3%, um es auf den Punkt zu sagen. Ab Oktober geht man hier davon aus. Wir haben ja auch hier keine Subventionen. Ja, es gibt ja natürlich auch kein 9-Euro-Ticket oder kein Benzinzuschuss, also diese 30 Cent.
Wobei diese Sachen ja ab 1.9. ja nicht mehr gültig sind, sie sind dann hinfällig. Und ich gehe jetzt davon aus, dass es jetzt gerade reingekommen, dass diese Energiezulage, Umlage pro Kilowattstunde bei 2,5% liegen wird. Deswegen drehe ich dieses Video nochmal neu, um euch diese Information dann auch in dem Gesamtkontext vermitteln zu können. Ja, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, jetzt nochmal dieses Video neu zu drehen. Da werden natürlich für euch auch massive Belastungen kommen. Und das ist jetzt so, wenn man jetzt darauf vertraut hat, dass jetzt diese 30 Cent immer weiter umgelegt werden auf den Benzin- oder Dieselpreis. Und du wohnst jetzt zum Beispiel im Speckgürtel von München und brauchst jetzt ein Auto. Du wohnst jetzt zum Beispiel in Dachau und musst jetzt in die City fahren und so weiter. Dann sind das nicht unerhebliche Mehrkosten, die entstehen. Und dazu kommt jetzt ja noch on top obendrauf dann diese Energiekostenumlage. Und dabei wird es ja nicht bleiben. Und ich garantiere euch, da auch hier, es gibt es diese Tabuwörter Steuersenkungen und Erleichterungen. Und das wird zwar angesprochen von Journalisten, aber die Politiker hüllen sich komplett im Schweigen. Und ihr könnt davon ausgehen, dass es in Deutschland auch der Fall sein wird. Ja, also das wird nicht in Betracht kommen. Man hat ja in Deutschland viel mehr Geldgeschenke alleine durch das Kurzarbeitergeld euch schon gegeben, sodass ich auch hier davon ausgehe, dass irgendwann auch mal da das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Insofern würde ich damit jetzt nicht rechnen. Der Hammer für viele Leute wird erst dann bewusst werden, wenn wir in den Januar 2023 rutschen. Warum? Naja, viele Leute wollen ja noch ein schönes Weihnachtsfest feiern. Sie werden wahrscheinlich sich dafür auch wieder verschulden, ja, um sich nochmal diese heile Welt da aufzubauen, um sie zelebrieren zu können, ja, mit ihren Liebsten vom Weihnachtsbaum. Und dann im Januar, da flattern die Rechnungen ins Haus. Ja, da kommt, ich rede jetzt mal den Durchschnittsdeutschen, dem Otto-Normalverbraucher, ja, der alles macht, was man ihm sagt. Der hat natürlich eine Lebensversicherung am Laufen, der hat natürlich seine Bausparverträge am Laufen und der hat natürlich noch andere Verbindlichkeiten, seine Rate, seine Leasingrate und was auch immer, whatsoever. Und das wird natürlich dann sozusagen zu einer kostenintensiven Belastung führen in diesem Monat Januar. Und irgendwann werden diese Leute vor diesen Rechnungen sitzen, vor diesem Stapel von Rechnungen und werden realisieren, dass sie eigentlich finanziell am Ende sind. Und das sind diese Leute gerade, die sich ja über Jahrzehnte diesen Wohlstand erarbeitet haben. Ich rede jetzt mal ein Beispiel. Also das ist jetzt kein Bashing oder nicht böse gemeint. Also nehmen wir mal die IG Metall-Fraktion. Die hat sich ja über Jahrzehnte einen Wohlstand erarbeitet, wo man gesagt hat, ja, wenn der Arbeiter will, steht das Fließband still und wir sind ja so unentbehrlich. Und das wird jetzt auch zu einer Zäsur führen. Das heißt also, man hat ja auch immer wieder darauf gesetzt und spekuliert, dass dieser Wohlstand ja unendlich ist. Ja, die Arbeitsplätze sind sicher. Ich nenne da mal ein triviales Beispiel aus Deutschland, was ich persönlich kenne. Das ist ein Automobilzulieferer und ein Stahllieferer. Also die produzieren auch Stahl. Habe ich mich immer gefragt, warum machen die das eigentlich noch in Deutschland? Gerade Stahl würde ich doch, also als Unternehmer wäre das für mich vollkommen unattraktiv, ja, auch durch die hohen Produktionskosten, Mitarbeiter und so weiter. Da sind Standorte wie Indien zum Beispiel viel lukrativer, aber egal. Diese Leute sind immer davon ausgegangen, dass diese Firma nie pleite gehen wird, dass es dort nie zu Verwerfungen kommen wird. Und diese Leute werden jetzt eines Besseren belehrt werden. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo man ganz einfach sieht, dass das Geschäftsmodell, ich habe es ja auch schon mehrfach angesprochen, die Produktion von Waren und Produkten mit billiger Energie aus Russland, dass es nicht mehr funktionieren wird. Und das ist ja ganz einfach so. Wir sehen ja jetzt schon, dass Deutschland schon lange kein Exportweltmeister mehr ist und dass es auch zurückgehen wird. Und dass auch diese Nachfrage an Produkten, die jetzt ja auch teuer verkauft werden müssen, weil irgendwann muss ich auch hingucken, ich muss ja wirtschaftlich orientiert denken und handeln und muss ja auch dann gucken, naja, wenn ich noch eine Marge fahren will, dann muss ich auch meine Produkte dementsprechend anpassen, muss ich die Preise anpassen, sprich erhöhen und die muss ich an die Verbraucher oder meine Kunden weitergeben. Und die Frage, die sich dann für viele Firmen stellen wird, ist nämlich dann, lohnt sich das noch? Finde ich da überhaupt noch Abnehmer auf dem Markt? Und da, wenn du dann eine Konkurrenz hast im Ausland, beispielsweise jetzt mal Indien, ja, was auch bekannt ist für eine Stahlproduktion, dann werden viele Leute abwandern und werden das dann beim indischen Konkurrenten kaufen. Und dein Arbeitsplatz in Deutschland ist dann einfach hinfällig, ja. Der wird dann einfach dann, ja, wirst du dann einfach freigesetzt, ja, wirst du dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung gestellt. Und der nächste Punkt ist einfach der, dass man jetzt auch schon hingeht, um das mal einfach mal am Beispiel Großbritannien zu setzen. Es gibt ja eine Studie, die war sehr interessant. Die hat gesagt, also was eine Blackout-Studie ist, die haben gesagt, also Deutschland ist die Nummer 1. Da ist also quasi der Blackout schon vorprogrammiert. Ja, da ist er schon gesetzt. Ja, und die Leute, dass sie hier in Großbritannien aber auch
wir auch schon nah dran sind. Und das ist ziemlich erstaunlich, denn wir beziehen nur 4% russisches Gas, aber 40% aus der EU, sprich Norwegen zum Beispiel. Und man berücksichtigt jetzt in dieser Studie, dass natürlich auch dieser Supply aus Norwegen nicht unbedingt gewährleistet wird. Das heißt, auch hier werden wir Verwerfungen haben. Man redet hier auch schon von Stromabschaltungen bzw. möglichen Blackouts. Das sind dann regionale Blackouts. Und das wird ja in Deutschland noch massiver werden, weil wir ja diese verfehlte Energiepolitik haben. Und wo es natürlich auch einfach schick ist, ganz einfach seine Ideologie durchzupeitschen. Ja, es ist natürlich dann wesentlich besser zu sagen, nein, wir setzen jetzt auf keine Atomkraft, ja. Wo diese Leute noch nicht mal den blassen Schimmer haben, dass jetzt wahrscheinlich ein Atomkraftwerk in der Ukraine jetzt Zielpunkt einer militärischen Auseinandersetzung ist. Also wie doof muss man sein? Wie gesagt, das bleibt ja nicht stehen. Also Deutschland ist ja umzingelt von Atomkraftwerken. Frankreich, Belgien, Polen, Tschechien und so weiter, das sind ja überall Atomkraftwerke. Ja, also das ist ja diese verfehlte Klimapolitik mit diesem, ja, ich möchte da einfach gar nicht mehr weiter drauf eingehen, weil es einfach hirnrissig ist. Also, wenn wir jetzt einen Blackout haben, spielen wir mal einen Blackout durch. Und ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass ich dazu aufrufe oder dass ich das irgendwie für gut heiße. Ich heiße es nicht für gut, aber ich möchte euch einfach nur die Folgen vor den Folgen eines Blackouts warnen. Und dafür habe ich mir das Beispiel Ruhrgebiet ausgesucht, weil es natürlich eine hohe Konzentration an einer Bevölkerungsdichte hat. Ja, es ist ein Melting Pot. Ja, und wenn wir uns davon mal ausgehen, dass wenn da jetzt 24 Stunden der Strom ausfällt, viele Leute wissen ja gar nicht mehr, was passiert, wenn 24 Stunden der Strom ausfällt. Dann hast du kein Instagram mehr, dann kannst du auch nicht mehr posten, dann kannst du dein iPhone in die Ecke legen, dann kannst du vielleicht mal ein Buch lesen oder eine Kerze, wenn du die hast, ein Feuerzeug, kannst du die anzünden, kannst mal ein Buch lesen und so gucken, was dann passieren wird. Aber man sollte davon nicht ausgehen, dass dann in solchen Regionen die Leute die Füße stillhalten werden. Da braucht es keine 24 Stunden, dann sind Leute auf der Straße. Und dann ist den Leuten auch egal, ob sie sich eine Grippe einfangen, wenn man dann in großen Menschenmassen dann vielleicht durch die Straße zieht und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch schon Vorbereitungen, ich habe das jetzt hier nicht gesehen, wo er zum Beispiel schon Cheddar Cheese, das war so ein Twitter-Foto, und das ist jetzt auch schon durchs Internet gegeistert, wo jetzt das mit so einer Sicherungskette, mit so einem elektronischen Sicherheitsmagneten versehen worden ist. Das habe ich hier bei Aldi nicht. Also das war, ich kann ja gerne mal im nächsten Video ein Bild zu posten oder ein Video zu posten, das haben wir hier nicht. Ich kaufe diesen Käse auch, weil das ein Bestandteil ist der englischen Grundnahrungskonsum ist auch sehr preiswert halt auch. Also was ich den Leuten auch an dieser Stelle mal ein bisschen kurz abschweifen, also wenn du dich gesund und billig ernähren wirst, dann kannst du Haferflocken mit Zimt essen. Und wenn du was suchst zum Stopfen, das machen hier viele Leute, die essen halt Toast mit Käse oder Toast mit Baked Beans. Ja. Ich esse eigentlich immer Indisch. Aber wir schweifen jetzt ab. Also, das sind so Sachen, wo man sich vorbereiten kann. Aber es wird ja noch krasser werden. Also, gehen wir mal davon aus, dass alles zusammenbricht. Dann wird auch keine Polizei kommen. Du kannst auch keine Polizei mehr zur Hilfe holen, weil nämlich, ja, es wird keiner kommen. Du kannst das Telefonnetz funktioniert nicht, es kommt keiner. Und wenn Ausschreitungen kommen, dann werden wir auch erleben, dass auch Leute, also Polizisten, wahrscheinlich ihre Uniform verbrennen werden, weil sie gar nicht mehr damit in Berührung kommen wollen, weil sie aus kompletter Angst um ihr Leben. Ja? Und wenn man dann jetzt liest, es gibt ja auch jetzt viele YouTuber, die jetzt auch mal sagen, ja, das Militär soll eingesetzt werden, das ist ein himmelgroßer Unterschied. Ja, und das sage ich jetzt mal so, mit ein bisschen mehr Wissen vom Ausland her. Es gab im Irak gab es Volksaufstände 2003, 2004 gegen den Einmarsch, den da stattgefunden hat, die natürlich dann auch ja, mit einer militärischen Konfrontation bzw. zu einer Auseinandersetzung geführt haben. Und was ich dabei nur sagen möchte, ist ganz einfach so, das ist ja, als Soldat verteidigst du ja dein Land oder die Interessen deines Landes oder was auch immer, aber du bist darauf nicht vorbereitet, du bist darauf nicht trainiert, gegen die eigene Zivilbevölkerung vorzugehen. Es sei denn, du bist ein tausendprozentiger Befehlsempfänger. Solche Leute mag es geben, weiß ich nicht, möchte ich. Aber die Mehrheit wird gering sein. Und da muss ich ganz einfach sagen, da ist die Hemmschwelle sehr, sehr hoch, dass man dann damit versucht, also dann mit Gewalt dann also solche Aufstände oder Plünderungen einfach niederzuschlagen. Also wir reden dann wirklich von blanker Anarchie. Das ist so. Es gibt ja auch schon diese Szenarien in der Schweiz halt, wo Lidl oder Migros ist ja auch dieser Supermarkt da, also die schon sich gegen Plünderungen so Übungen machen und so ehrlich. Und ganz ehrlich, was soll ein Mitarbeiter eines Discounters, ja, sich irgendwo dazwischen werfen für einen Stundenlohn von 13 Euro?
Ja, also das macht ja keiner. Das wird doch keiner machen. Also keiner wird doch sagen, lieber Herr Pünktchen, Pünktchen, ja, ich bin hier der Mitarbeiter des Monats, vielleicht in Baden-Württemberg, ich weiß es nicht, sorry. Aber da wird ja keiner sein Leben aufs Spiel setzen, damit da kein Käse oder keine Eier geklaut werden. Also das ist doch Bullshit. Also die Realität wird anders werden. Und die Realität hat immer anders ausgesehen. Das heißt, gerade was Konflikte anbelangt, wer trainiert worden ist auf Auslandseinsätze, der hat viel Theorie erfahren, viel bla bla bla. Und das sage ich ja immer wieder. Die Realität sieht anders aus. Wenn man dort 2 Wochen war, dann hat man gesehen, dass das alles, dass 80% Bullshit war und dass der Hase ganz anders läuft. Und so wird es auch in solchen Sachen einfach ablaufen. Und da wird man einfach, deswegen sage ich Survival of the Fittest, da werden nur die Leute, da wird sich das Recht des Stärkeren durchsetzen, die dann ihre Sachen nehmen. Und dann gibt es noch den Punkt, dann gibt es noch den Punkt natürlich auch der Sozialheit, der in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Und ihr glaubt doch nicht, dass diese Unruhen dann Halt machen werden. Diese Leute werden auch in Wohngegenden gehen, wo sogenannte besser gestellte Leute wohnen. Und da werden sich auch die Leute plündern und sich was holen und so weiter. Und wer dann vielleicht von einem, ja, Edelmetallhändler dann den Rat befolgt hat, den Krügerrand in die Klobürste zu stecken, der weiß, der ist dann vielleicht super gut aufgestellt und kann sein Vermögen retten. Das war jetzt mal Ironie off, ja. Aber es wird absolut, absolut ungemütlich werden. Ich hoffe, dass das euch erspart bleiben wird. Aber nach den Informationen, die ich habe und nach den Informationen, die auch indische Agenturen und Analysten rausgehen, ist es ganz einfach so. Deutschland ist Nummer 1 nicht mehr im Export, sondern Nummer 1, was einen Blackout anbelangt. Und da sollte man vielleicht auch schon dran denken, vielleicht seine Vermögenswerte zu sichern und zu schützen. Das mal so als kleiner Einwurf. Und wenn jetzt die Leute anfangen, jetzt einfach das zu erkennen und einfach zu merken, ganz einfach, Moment, da passiert was, ja, da haben wir eine Verwerfung, ja, dann sind viele Leute dann einfach, ja, damit mit der gesamten Situation überfordert, ja. Ich habe einen Lieblingsspruch aus Deutschland, beziehungsweise ein Sprichwort, und das heißt, der Krug geht so lange zum Boden, bis er bricht. Und ich hoffe dir, wenn du dieses Video geschaut hast, dass du aufgewacht bist, dass du dir Gedanken machst und dass du nicht der Krug bist und dass du auch nicht die Grille bist, wie in der Fabel. Lies dir die Fabel mal durch, dauert nicht lange und es kann dir wirklich die Augen öffnen. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, dass ich hoffe, dass bestimmte Situationen nicht eintreten werden, dass ich mich irre. Aber wie gesagt, wir liegen ja gut, auch mit der Rezession haben wir auch voll ins Schwarze getroffen. Ich meine, für einen klar ausdenkenden Menschen, der Informationen hat, der mit Informationen, mit Zahlen arbeitet, mit Prognosen, also auch Prognosen mal sich anschaut, für den war das eigentlich kein Hexenwerk, ja, eine Rezession vorherzusehen. Also deswegen ist auch meine Bitte abschließend an diesem Video, teilt meine Videos in der Community an deine Freunde, an deine Bekannten und liked und abonniert den Kanal. Das hilft uns wirklich sehr, sehr viel weiter. In diesem Sinne verabschiede ich mich euch. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und wir sehen uns schon sehr bald wieder in einem weiteren spannenden Video. Ich bin wie immer raus. Ciao, euer Alex.